Hi Leute, willkommen zum neuen Video. Heute wie versprochen mein Debunk-Video und ich möchte euch heute zeigen, wie man etwas darstellt, das es in der Wirklichkeit gar nicht gibt oder was gar nicht funktioniert und wie man versucht, seinen Arsch zu retten, wenn man widerlegt ist. Nun gut, ich bin gespannt. Dann leg mal los. Sehen wir uns mal an, wie man so ein Debunk-Video macht. Okay? Also, ich habe den Text direkt von der Internetseite und da steht es: Steht die Ekliptik steil am Himmel, dann steht der Mond hoch über der Sonne und die Mondsichel liegt. Hier steht es, direkt auf der Internetseite. Und ihr könnt auch andere Seiten aufrufen, da wird es genauso dargestellt und genauso wird es euch erzählt. Und hier steht noch: Das ist der wichtige Punkt, den wir uns merken müssen. Die Ekliptik steht mal steiler am Himmel und mal flacher. Also die liegende Mondsichel, ja, wie es hier steht, wird nur erklärt mit der Ekliptik und nicht mit Menschen, wie sie irgendwo auf einer Kugel stehen. Das ist lediglich deine Interpretation. Dort steht als Bedingung für eine liegende Mondsichel, dass die Ekliptik steil am Himmel steht. Aber wie kommt es denn überhaupt dazu, dass die Ekliptik steil am Himmel steht? Wer kann die Ekliptik so sehen? Darüber scheinst du dir gar keine Gedanken zu machen. Wir kommen noch drauf zurück. Aber um es schon mal etwas zu spoilern, wie steil die Ekliptik am Himmel steht, hängt zum größten Teil von der Position des Beobachters auf der Erdkugel ab. Er hier hat dieses Debunk-Video gemacht, das ist der Netizen. Und ich habe ihn mal angeschrieben. Genau, warum der Mond eigentlich liegend ist. Der Mond ist liegend, wenn er hoch über der Ekliptik steht, dann steht er über der Sonne. Das ist kompletter Humbug. Wisst ihr Leute, wenn man sich selbst abschießt, so richtig, total und irgendwann mal merkt, was man für einen Unfug verbreitet, ja, dann versucht man seinen Arsch zu retten. Ja? Hier steht's, steht die Ekliptik steil am Himmel. Ja? Steht der Mond hoch über der Sonne und die Mondsichel liegt. Genau so wird es überall erklärt. Und er wird euch auch keinen Link geben können, wo es anders erklärt wird, wie er es macht. Diese Erklärung ist ja auch korrekt. Es ist allerdings nicht das, was du selbst behauptet hast. Zur Erinnerung. Im Text steht, dass für eine liegende Mondsichel die Ekliptik steil am Himmel steht. Du selbst schreibst aber, der Mond sei liegend, wenn er hoch über der Ekliptik steht. Das sind zwei komplett verschiedene Paar Schuhe. Genau genommen sogar ein Widerspruch, den du aber offenbar gar nicht siehst. Wäre der Mond liegend, wenn er hoch über der Ekliptik steht, so wie du behauptest, dann könnte die Ekliptik nicht gleichzeitig selber steil am Himmel stehen, so wie der Text es beschreibt. Das passt nicht zusammen. Ja, und was steht hier noch? Die Ekliptik hat mit der Mondsichel nichts zu tun. Es ist Wahnsinn. Und über der Sonne steht der Mond ohnehin nie. Wisst ihr, warum er das schreibt? Weil er ganz genau weiß, dass das nicht geht. Exakt. Es geht nicht. Das sage ich doch. Wir müssen hier allerdings zwei Dinge unterscheiden, die du offenbar ja nicht verstehst, beziehungsweise sie einfach zusammen in einen Topf wirfst. Zum einen ist es aus rein astronomischer Sicht schon unmöglich, dass der Mond über der Sonne steht. Das geht schlichtweg nicht. Auch kein Planet befindet sich jemals physisch an einer Position über der Sonne. Auf der anderen Seite kann es für einen Beobachter auf der Erde jedoch sehr wohl diesen Anschein haben. Das ist aber allein der Position des Beobachters und seines Blickwinkels auf die Objekte am Himmel geschuldet. Ein Beispiel. Befindet sich diese Laterne über der Sonne? Also rein optisch offensichtlich schon. Aber physisch? Ich denke eher nicht. Was ist mit denen hier? Befinden die sich neben der Sonne, die ihrerseits am linken Bildrand steht? Oder darüber? Oder gar darunter? Offensichtlich sind die physische Anordnung von Objekten und die Wahrnehmung einer solchen Anordnung durch einen Beobachter zwei komplett unterschiedliche Dinge. Und nicht anders ist es beim Mond. Die Mondphasen und somit auch eine Sichel ergeben sich aufgrund der physischen Position der Objekte zueinander. Wie wir als Beobachter das Ganze dann wahrnehmen, ob als stehende oder liegende Sichel, hat mit dieser physischen Position der Himmelskörper exakt nichts zu tun, sondern einzig mit unserer Position auf der Erdkugel.
Er weiß, dass sie das niemals erklären können. Ja, für Leute, die sich anfangen damit zu beschäftigen, ja, das sind solche Internetseiten gut hier. Ja, da kann man die Männer, den Leuten die Köpfe waschen und Unfug erzählen und ja, aber wenn man sich anfängt damit zu beschäftigen, ja, dann sieht man erstmal, was sie einen erzählen für einen Unfug. Sie, wer auch immer das jetzt sein mag, erzählen also Unfug. Und um das aufzuzeigen, bemühst du eine Website, welche ebenfalls Sie geschrieben haben, wo Sie erklären, wie die Realität funktioniert, obwohl ja genau das, was Sie erklären, Unfug sein soll. Hä? Kann es sein, dass du ein wenig verwirrt bist und im Moment selber nicht mehr merkst, was für ein in sich widersprüchliches Gestammel du hier von dir gibst? Mann ja nur. Seht ihr? Und hier wird es genauso erklärt. Nicht irgendwo wie ein Mensch auf einer Kugel steht. Das sind die Sichellagen des Mondes. Und hier unten, seht ihr es? Hier wird es wieder erklärt. Das Gelbe ist die Ekliptik und das ist die Mondbahn, die dann höher steht. Und dann ist der Mond liegend. Und hier wird nirgendwo ein Mensch gezeigt, der irgendwo auf einer Kugel geneigt steht. Ja, das hat auch bestimmte Gründe, warum sie das nicht machen. Ja, weil dann könnten sie gar nichts mehr erklären. Überhaupt nichts mehr. Das ist völliger Blödsinn. Und abgesehen davon widersprichst du auch hier dir selbst, beziehungsweise behauptest das genaue Gegenteil von dem, was direkt auf der Seite gezeigt wird. Bist du blind oder einfach nur ignorant? Schau dir das obere Bild nochmal ganz langsam an. Dort steht der Mond einmal über und einmal unter der Ekliptik. Trotzdem steht in beiden Fällen die Mondsichel aufrecht. Wie passt das jetzt zu deiner Aussage, die Mondsichel würde liegen, wenn der Mond über der Ekliptik steht? Richtig, gar nicht, weil es nichts miteinander zu tun hat. Das Bild oben ist übrigens noch größer, du hättest es nur mal anzuklicken brauchen. Hier sieht man schön zwei verschieden steile Lagen der Ekliptik und die jeweils möglichen Ansichten der Mondsichel. Es ist ein kompletter Widerspruch zu deiner Behauptung, der Mond müsse über der Ekliptik stehen. Nö, muss er nicht. Einzig die Lage der Ekliptik selbst am Himmel, ihre Steilheit, ist ausschlaggebend, ob wir den Mond aufrecht oder liegend sehen. Die Neigung der Mondbahn von etwa 5 Grad verringert oder verstärkt diesen Effekt nur noch ein wenig. Ja, und das ist mal ein Querschnitt von unserem Sonnensystem. Ich mache es ein bisschen größer. Dann wäre hier die Sonne und hier hätten wir einen Abstand von 158 Millionen Kilometer. Ja, im Video werden wir jetzt dann sehen, dass sich die Erde hier befindet. Und das Mathematische, das ich euch im alten Video vorgerechnet habe, das zeigt ja nur, dass es sowieso nicht geht. Ja, ja, er bestätigt eigentlich, dass ich recht habe. Computer sagt nein. Ich bestätige damit lediglich, dass du über Dinge redest, die du nicht verstanden hast. Dein vermeintlicher Widerspruch entsteht doch überhaupt erst aus einer Situation heraus, die es real gar nicht gibt. Da aber schon die Grundlage deiner Überlegungen falsch ist, sind auch die daraus gezogenen Schlussfolgerungen Käse. Nee! Dir fehlt offensichtlich elementares Grundwissen in Astronomie. Und vor allem... Seine Struktur deutet auf zweidimensionales Denken hin. Weil stellt euch mal vor, hier wäre die Erde und wo müsste dieser Mond hier stehen, über der Ekliptik? Ja, es ist so, wie ich es euch gesagt habe, der müsste irgendwo hier heroben stehen. Ja? Ja, es ist überhaupt nicht zu erklären. Richtig, denn es ist völliger Humbug. Aber das schrieb ich ja bereits. Eine solche Mondphase hat nichts mit der Ekliptik zu tun oder ob der Mond nun drüber oder drunter oder direkt drauf steht. Das ist vollkommen Wumpe. Du hast ein völlig falsches Verständnis von den tatsächlichen Gegebenheiten, bist aber offenbar nicht in der Lage, den Fehler auch mal bei dir selbst zu suchen. Und das ist das Problem. Ich habe mal 5 Videos gesucht, warum sie genau das genau so erklären, dass die Mondsichel liegend ist aufgrund der Ekliptik. Ja? Und das sind 5 Videos aus verschiedenen Orten. Und da werde ich euch jetzt einmal ein paar Bilder zeigen, ja, dass ihr versteht, warum sie das so erklären. Er kann sowieso dann nichts mehr erklären. Das werde ich euch gleich zeigen. Abwarten. Gehen jetzt mal zurück. Okay, jetzt zeige ich euch die Bilder.
Okay. Also, das wäre die also die Erdkugel. Und wenn Menschen auf einer Kugel stehen, dann stehen sie zu jeder Zeit anders zum Mond. Ja? Das ist egal, wo ihr steht. Wenn ihr so steht oder hier, ihr werdet immer geneigt zum Mond sehen. Ja? Von überall. Ja, exakt so ist es. Heureka! Nichts anderes versuche ich doch die ganze Zeit zu erklären. Das heißt, sie werden niemals erklären, dass ihr geneigt auf einer Kugel steht, weil sie nichts mehr erklären könnten. Bitte was? Ja, das ergibt keinen Sinn. Wir stehen geneigt auf einer Kugel, wenn man es so nennen will. Das bestreitet doch niemand. Und natürlich kann man damit all die Phänomene wie zum Beispiel liegende Mondsichel und so weiter erklären. Allein darum geht es doch. Den unterschiedlichen Blickwinkel auf den Mond, je nachdem, wo auf der Erdkugel man sich befindet. Das ist der einzig wirklich springende Punkt. Und ich habe auch nie etwas anderes behauptet. Das Problem ist, dass du aber genau diesen entscheidenden Fakt entweder nicht wahrhaben willst oder aber ignorierst und stattdessen mit irgendwelchen abenteuerlichen und vollkommen absurden Konstrukten um die Ecke kommst, die es real gar nicht gibt. Noch ein Gedicht. Beispiel. Nehmen wir vier Leute auf dieser Erdkugel an. Und nehmen wir weiterhin an, der Mond stünde just als Halbmond, von hier aus gesehen, hinter der Erdkugel. Jeder der vier Leute kann in die Tiefe des Raumes schauen und den Mond sehen. Zur selben Zeit. Aufgrund der unterschiedlichen Position auf der Erdkugel, lediglich unter einem jeweils anderen Winkel. Der Kollege in der nördlichen Polarregion sieht den aufrecht stehenden Halbmond mit der beleuchteten Seite links, wo hier im Beispiel die Sonne steht. Dem Beobachter in den Tropen auf der Nachtseite erscheint derselbe Mond zur selben Zeit um 90 Grad gedreht, liegend. Wiederum zur selben Zeit bestaunt jemand in der Südpolregion einen aufrecht stehenden Halbmond mit der beleuchteten Seite rechts. Und auf der Tagseite in den Tropen erscheint derselbe Mond zur selben Zeit von oben beleuchtet. Noch einfacher kann man es nicht darstellen. In Stellarium kann man sich das übrigens auch anschauen. Vier verschiedene Orte auf der Welt zur selben Uhrzeit, nämlich am 7. Dezember um 13:30 UTC. In allen Fällen sind die Ekliptik und die Mondbahn mit eingezeichnet. Das ist die liegende Mondsichel. Und so erklärt er es im Video. Ja? So. Er erklärt es so, wie ich mal gesagt habe, dass man ja, wenn man schräg stehen würde, ihn geneigt sehen würde. Ja, und er zeigt es so, wie ich es euch erklärt habe. Er hat gleich beides zusammengefügt und sagt jetzt, das ist so, weil wir so stehen. Genau. Und wo ist jetzt das Problem? Kann es sein, dass du irgendwie selbst nicht so richtig weißt, was du eigentlich aussagen willst? Mein ja nur. Wenn ich Ihnen jetzt nur eine Frage stellen würde, dann würde ich sagen, ja, dieser Mond, den gibt es ja auch. Das ist ein Halbmond, der von oben angestrahlt wird. Und würde Ihnen sagen, ja, bitte zeig mir das mal. Wie will er jetzt diese Mondsichel erklären mit seiner Figur auf einer Kugel? 12 Stunden vorspulen. Fertig. Gleiche Person, gleicher Ort. Nur andere Tageszeit und daher anderer Blickwinkel auf den Mond. Ach und dein Foto übrigens zeigt keine Mondfinsternis, sondern eine ganz normale Mondphase. Die Beschriftung ist also eklatant falsch. Bei allem Respekt. Du willst die Welt erklären und astronomische Tatsachen widerlegen, obwohl du nicht mal eine Mondfinsternis von einer Mondphase unterscheiden kannst? Ernsthaft? Ja. So, okay. Und hier haben wir zum Beispiel eine Libration. Ja, die werden wir dann im Video sehen. Und dann dreht sich der Mond in 27 Tagen so ein Stück. Ja, würden wir oder würden Sie es erklären, stehend auf einer Kugel? Dann müsste sich der Mond, weil er würde hier anders geneigt stehen, nachts um 100 Grad drehen und auch die Sternenbilder. Und das ist der Grund, warum Sie euch das nicht so erklären wie er. Sie könnten nichts mehr zeigen, sie könnten nichts mehr erklären. Du redest doch schon wieder Blödsinn. Ist dir schon mal aufgefallen, dass sich die Sterne tatsächlich drehen und auch der Mond während einer Nacht? Du erzählst hier also etwas, was eine hinlänglich bekannte Tatsache ist, stellst es aber so dar, als würde es geheim gehalten, weil man sonst nichts erklären könnte. Ganz ehrlich, kannst du deinem Geschwurbel eigentlich selbst noch folgen? Bringst du auch nur mal einen einzigen Gedankengang unfallfrei zu Ende? Jetzt habe ich ein paar Screenshots aus den Videos, die werde ich euch verlinken. Und diese Aufnahmen sind von überall.
Ja, das war alles von dieser Mondfinsternis hier, diese Aufnahmen. Also die gleiche Mondfinsternis von überall auf der Erde. Ja, es gibt noch mehr Videos, auch russische oder japanische. Aber ich habe jetzt nicht gewusst, woher, aber deswegen habe ich nur diese genommen. Okay? Und wenn ihr seht, er geht hier scheinbar links heraus und rechts herein. Und egal, wo jemand auf der Erde steht, seht ihr, überall sieht es dann gleich aus. Und genau deswegen, ja, werden sie es euch nicht so sagen. Das ist der Grund. Weil da müsste der Mond dann, wenn ihr irgendwo anders steht auf einer Kugel, da müsste der Mond hier herein und für den anderen Betrachter hier und hier von allen Seiten hier. Ja? Weil jeder Mensch auf einem Erdball anders stehen würde. Und genau das passiert real auch. Die Art und Weise, wie du hier diese Bilder präsentierst und daraus Schlüsse ziehst, beziehungsweise eher Widersprüche konstruierst, ist reine Manipulation, mein Freund. Du wählst nämlich genau diejenigen Bilder aus, welche die Mondsichel in der von dir gewünschten Position zeigen. Aus einem einzelnen Bild lässt sich aber gar nicht auf die Bewegungsrichtung des Schattens schließen. Zudem vermischst du Aufnahmen vom Beginn und vom Ende der Totalität. Dazwischen liegen mehrere Stunden, während deren sich der Mond am Himmel aufgrund der Erdrotation scheinbar gedreht hat. Tatsächlich gibt es sehr deutliche Unterschiede, je nachdem, wo auf der Erde man die Mondfinsternis beobachtet. Ich habe dir das doch sogar in einem direkten Vergleich in der Simulation gezeigt. Vier Orte aus den von dir gezeigten Videos, alle zeitsynchron. Oben Berlin und Athen, unten Islamabad und Jakarta. Wenn du ehrlich wärst, dann würdest du so wie hier Aufnahmen vergleichen, die zum selben Zeitpunkt entstanden sind und nicht mehrere Stunden auseinander. Nimm dir mal gezielt zwei Zeitpunkte als Beispiel. Als erstes kurz vor Beginn der Totalität. Du zeigst im Video Aufnahmen vermutlich aus dem indischen oder pakistanischen Raum, wo die Mondsichel zu diesem Zeitpunkt aufrecht und rechter Hand stand. Hier in der Simulation im Fenster unten links zu sehen. Dass es zum gleichen Zeitpunkt an den drei anderen Orten komplett anders aussah, das unterschlägst du. Und das gleiche Cherry-Picking betreibst du mit den Bildern kurz nach Ende der Totalität, als du eine Aufnahme aus Griechenland zeigst. Dort stand die Mondsichel zu dem Zeitpunkt linke Hand und, aha, welch Zufall, natürlich ebenfalls aufrecht, denn allein darauf kam es dir ja an. In der Simulation sieht man das in den beiden oberen Fenstern. Auch hier unterschlägst du, wie es zur gleichen Zeit anderswo auf der Welt aussah. Ja, das ist Manipulation. Ja, und jetzt zeige ich euch mal, wie man das macht in einem Video. Hier sehen wir eine Sonnenfinsternis, die er zeigt und zeigt, wie der Mond hier hereingeht und hier heraus. Also er macht eine scheinbar eine Bahn, also irgendwie so einen Bogen. Okay? Und ich habe ihn angeschrieben und gefragt, und zwar hier: Du magst die Bankvideos, wo der Mond perfekt gerade durch den Erdschatten geht, aber zeigst du eine Sonnenfinsternis mit komischen Bögen? Wie ist sowas möglich? So, jetzt schaut mal, was er hier schreibt. Du unterliegst auch hier derselben optischen Täuschung. Jetzt soll das eine optische Täuschung sein. Ja, wenn es eine optische Täuschung ist, warum zeigt er es denn dann in seinem Video und sagt es nicht? Ja, weil er eine Drehung suggerieren möchte. Ja, versteht ihr? Seinen Zuhörern und Zuschauern möchte er hier einen Bogen zeigen. Also wie wenn jetzt in einer Stunde ihr dann anders auf einer Kugel steht. Das möchte er machen. Ich möchte überhaupt nichts suggerieren, sondern ich zeige das, was man auch real beobachten konnte. Diese scheinbar gebogene Bahn des Mondes war exakt so zu sehen. Und in meinem früheren Video zu Mondfinsternissen habe ich doch ausführlich erklärt, wie es dazu kommt. Ich hatte zudem gezeigt, dass die Schattenbewegung tatsächlich eine gerade Linie ist, sofern man die Erdrotation vernachlässigt bzw. rausrechnet. Und das ist hier nicht anders. Warum zeigst du hier eigentlich nur das Anfangsbild und nicht auch das Endbild aus meinem Video, wo man anhand des Sonnenflecks deutlich sehen konnte, dass die Sonne sich während der Finsternis für den Beobachter nach rechts gedreht hat? Wenn man diese Drehung rausrechnet, dann zeigt sich auch hier beim Verlauf des Mondes vor der Sonne eine exakt gerade Linie. Und so wird es üblicherweise auch in entsprechenden Diagrammen und Illustrationen dargestellt. Was man dann real am Himmel beobachtet, unterliegt natürlich der Erdrotation. Und daher beschreibt der Schatten einen scheinbaren Bogen. Auch hier sind deine Behauptung und Unterstellung also vollkommen daneben. Und dann zeigt er euch noch eine Libration im Video. Ja, er sagt zwar, dass das in 27 Tagen ist, aber man sieht dann eine Drehung und die soll dann sein, weil ihr schräg auf einer Kugel steht.
Moment, was willst du mir hier andichten, ha? Ich habe die Libration in meinem Video mit keinem Wort erwähnt, nicht mal indirekt, da sie nichts zur Sache tut. Für die Lage einer Mondsichel ist die Libration vollkommen bedeutungslos. Du möchtest dich vielleicht erstmal informieren, was es damit überhaupt auf sich hat und nicht einfach nur einen Begriff in den Raum werfen, den du irgendwie, irgendwo, irgendwann mal aufgeschnappt, aber nicht wirklich verstanden hast. Ja, der Mond müsste sich die ganze Nacht drehen. Weil wenn ihr hier steht, auf der Erdkugel und 12 Stunden später steht die Sonne, müsste er sich um 100 Grad drehen. Jo, und genau das tut er auch, wie wir bereits besprochen haben. Und wenn dann der Mond steil über der Ekliptik ist, okay, das ist ein Bild aus dem Video. Hier ist der Mond, das werden wir jetzt dann sehen. Und dort steht im Text, wenn der Mond hoch über der Ekliptik ist, ist er liegend. Nein. Das steht dort nicht. Und diese Aussage wirst du auf keiner Website finden, da sie nicht zutreffend ist, sondern eine reine Fantasie deinerseits. Zur Erinnerung, das Originalzitat aus dem Text lautet: Steht die Ekliptik steil am Himmel, dann steht der Mond hoch über der Sonne und die Mondsichel liegt. Nirgends in diesem Text ist davon die Rede, dass der Mond selbst über der Ekliptik stehen müsste, um als liegende Sichel zu erscheinen, weil das schlichtweg Unfug ist. Ja, so viel zum Thema Wahrheit. Im Übrigen kann ich dir dazu auch eine Website zitieren. Je näher wir zum Äquator gehen, desto mehr sehen wir sie, die Mondsichel, in Kahnlage. Nämlich dann, wenn die Ekliptik ziemlich steil zum Horizont verläuft. Also genau das, was ich die ganze Zeit erkläre. Man beachtet aber die Aussage, je näher wir zum Äquator gehen. Ja, das könnte etwas mit der Position des Beobachters auf der Erdkugel zu tun haben. Ist aber nur eine ganz wilde Vermutung. Schaut mal. Er wird euch dann eine Mondfinsternis darstellen, die hat überhaupt nichts mit der Ekliptik zu tun. Eieiei. Ausgerechnet eine Mondfinsternis hat nun gerade sehr wohl etwas mit der Ekliptik zu tun, denn nur dann, wenn der Mond zur richtigen Zeit sich in der Nähe eines der beiden Punkte befindet, an welchem die Mondbahn die Ekliptikebene schneidet, ja nur dann kann es überhaupt eine Mond- oder Sonnenfinsternis geben. Abgesehen davon geht es an dieser Stelle in meinem Video gar nicht um eine Mondfinsternis, sondern um einen Halbmond. Also was bitte willst du mir jetzt schon wieder andichten, ha? Neben Manipulation bist du jetzt also auch noch dreist am Lügen. Na, ist faszinierend, wie sie sich hier die Welt zurechtbiegen. Ja? Seht ihr, hier wäre er unterhalb der Ekliptik und hier wäre er überhalb. Und der Mond, der von unten angestrahlt sein soll, der soll dann hier sein. Ja, dann, dass die Sonne von oben ihn anstrahlt, das wäre flach. Ja, er könnte den Mond, der von oben angestrahlt war, mit seiner Kugel gar nicht mehr zeigen. Bist du sicher? Ich hab's doch gerade gezeigt, mehrfach. Und hättest du dir mal selber die Mühe gemacht, tatsächlich Dinge nachzuprüfen, anstatt nur rumzuschwurbeln, zu diffamieren und wild zu fantasieren, dann hättest du zum Beispiel auch sehen können, dass von oben angestrahlte Halbmonde in vielen Teilen der Welt etwas völlig Normales sind. Du willst einen Mond genau so, wie du ihn hier gezeigt hast? Bitte, Heiligabend in Australien, nur mal so als Beispiel. Dass du sowas selbst natürlich nicht nachprüfst, liegt ja auf der Hand, ne? Du könntest ja dabei versehentlich noch was lernen. Und hey, welcher Flacherdler will das schon? Aber denk daran, der Mond ist liegend, weil er über der Ekliptik ist. Und da könnt ihr mal sehen, wie man etwas darstellt. Ja, und wenn man dann widerlegt ist in der Astronomie oder gegen seine eigene Astronomie hier dann noch Texte schreibt, ja, es ist einfach nur peinlich. Ich verleugne meine Astronomie nicht, sondern ich erkläre schlichtweg, wie es ist, wie es real funktioniert und wie jeder selbst solche Dinge auch nachvollziehen kann. Ich meine, dass du selbst keinen Schimmer von eben dieser Astronomie hast und offenbar auch gar nicht den Willen, daran etwas zu ändern, das ist ja nicht mein Problem. Ich habe zudem aufgezeigt, wie du manipulierst, lügst und teilweise sehenden Auges etwas komplett anderes bzw. sogar Widersprüchliches behauptest. Mal unter uns, für wie blöd hältst du deine Zuschauer eigentlich, hm? Okay, vergiss es. War eine rhetorische Frage.